So Leute, da sind wir wieder bei einer kleinen Runde Cards Against Humanity. Ich glaube, ich muss zu diesem Spiel nicht allzu viel sagen. Wir sind auf jeden Fall heute in einer gemütlichen Sechserrunde unterwegs. Und ihr dürft euch ja übrigens jetzt alle mal vorstellen, wenn ihr wollt. Ja, gib uns einen Freischein nach dem Motto, redet ruhig all durcheinander, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mein Name ist Ja. Atta, bin ein Paladin und ja, jetzt reicht schon. Ja Ja, ich gut. bin Erschade, Excelsior ich bin und der Renny von Rennie. Shadows of Late. Alter, bei wem höre ich mich da doppelt? Okay, wir fangen an. So. Ich benutze um Zu besiegen. Wir spielen hier auf jeden Hm, Fall benutze mit ein paar besonderen um Kartensets, die sind alle auf Deutsch. Das sind seine Pokémon Black Cards. Ja, das ist Oh, eine von mir. da habe ich doch glatt. Sehr schön. Und ich darf gleich mal Karza spielen. Ich habe sogar was Logisches, das ist seltsam. Ich habe eine Theorie. Oh, Aber ich jetzt bin ich dürfte euch gespannt. nicht sparen. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall extrem viel zu lesen, weil jetzt kriege ich 3x5 Karten hier vor die Nase geklatscht. Meinst du, gibt Sinn? Oder das ist schlimm? Ja, zwei sind schon fertig, drei müssen noch. Also. Na, Garo und ich, wann die Essen hier fertig sind. Nee, stimmt. Also, ihr ist Sind das nicht ja. mehrere? Sind das nicht mehrere Sachen, die man auswählen muss? Muss drei Drei. auswählen. Es sind drei Lücken, also musst du drei Karten reinlegen. Wie kann ich Eine denn Karte, auswählen? Confirm Selection, nächste Karte, Confirm Selection, letzte Karte, Confirm Selection. Es sind also Ach drei so. Karten, die ihr ausgesucht habt. Ja. Ja. Ich muss ja darauf klicken, da Und habe ich total natürlich auch in der verpeilt. entsprechenden Reihenfolge. Jupp. Okay. Jetzt sage ich zu spät, egal. Okay, der erste ist zumindest schon mal gut in der Szene. Willst du den nicht vorlesen? Gary Motherfucking Oak benutzt Quajutsu, um Feuerriegel zu besiegen. Ja. Teenager Julian benutzt Zackratten, um Lord Helix zu besiegen. Und das Fahrrad benutzt Sex mit Hackfleisch, um Arceus zu besiegen. Ich bin gegen alles. Ich auch. Das ist klar, dass Ich du muss gegen zu meiner alles bist. Verteidigung sagen, ich hatte schlechte Karten. Okay, ich frage Natürlich mich bin zwar, ich gegen wie alles ein außer Zimmer Fahrrad auch. Sex mit Hackfleisch benutzen soll, aber gut. Ich nehme jetzt hier einfach mal den, der am meisten Sinn macht, und das ist der erste. Danke, Ach, ich hab ja gesagt, meins tatsächlich. macht Sinn. Aber wieso, wenn fünf Leute gezogen haben, warum haben nur drei? Die Bin anderen ich zwei bei waren zu alle drei zu spät. langsam waren. Okay. Oh, Ich okay, spiele schon wieder Katzen. eine von mir. Eine neue Welt voller. Oh, das ist immer die beste. Wer ist denn jetzt Arthur eigentlich? Oder Ich? Arthur? Ach, du bist Arthur. Ja. Wenn du eine Karte angeklickt hast, dann Confirm Selection unter der Black Card. Da habe ich mich auch gerade verpeilt. Total. Mit dem Confirm Selection. Okay. Fuck. Ich habe wirklich so viele Karten. Oh, Oh, das ist eine Fotos von neue Bloody Wildcard. Roots in SS-Uniform. Ja, ich habe nur gesagt, ich habe noch eine neue Wildcard drin. Oh Gott, Das ist die ist gut. gut. Die ist gut. Ja. Fotos Danke. von Bloody Roots in SS-Uniform. Ich stell mir gerade so wie so eine ganze Armee vor, Wieso kommen gerade denen nur das meine nicht Black steht. Cards? Keine Ahnung. Ist doch Redest egal, du die mit passen dem gut zu vor? meinen Wildcards. Ja, das ist ja gut. Ah, ich bin der Katzer. Okay, beeindruckt mich. Ja, okay, die passt hier definitiv am besten. Habe ich leider keine, die passt. Also zumindest keine, Und die zumindest ist es mir momentan noch nicht extra wert, gut dafür eine gefallen könnte. Blank Card rauszuholen. Oha, okay, gegen die Konkurrenz habe ich keine Chance. Also ich fahre total ab auf Rabbi Herschel Rosenkranz. Da geht überhaupt nichts drüber. Das ist der richtige Schmuck. Aber da Guck mal, waren er Mechas wieder, immer drei, neu. zieht hier an einen vorbei, 3-0-0-0. Ist das nicht witzig? Der Punktestand ist bis jetzt Der sehr cheatet, eindeutig. Mann. So, Freunde, jetzt geht es aber um die Wurst. Im wahrsten Sinne des Wortes, schlechte Käsespätzle.
Oh. Okay. Hier steht auch meine Karten aus. Warte mal, wer ist eigentlich mit der Kerl gemeint, mit dem Xenoris manchmal letzt aufnimmt? Das sind mehrere. Da gibt's viele. Es gibt viele, mit denen ich hin und wieder Let's Plays aufnehme. Ich klinge aber nicht wie die anderen. Ja, aber du bist nicht der, über den ich mich neulich mal so aufgeregt habe. Und für alle, die sich jetzt wundern, was diese Black Katze bedeuten hat, das, packt irgendwas rein, was total OP sein soll jetzt. Weißt du, dass das Schlimme ist, dass du diese Karte jedes Mal, wenn wir spielen, immer wieder erklären musst. Du sollst die echt rausnehmen. Bin ich am Überlegen, aber gut. Kurze Zwischenfrage, da ich heute das erste Mal mit dabei bin. Ja. You are the card, Tja. Heißt das jetzt, dass ich den Gewinner auswähle? Halt ja, genau. Du klickst einfach auf eine drauf, die dir gefällt, und die wird dann blau markiert. Und dann klickst du einfach wieder auf Confirm Selection. Das ist immer dasselbe Prinzip. Ja, du musst jetzt das auswählen, was am ehesten overpowered ist. Total overpowered. Heißt das nicht 10 nackte Friseusen? Was ist dieses AG? Ist das, ja, das heißt einfach nur, dass es total overpowered ist. Es geht um Pokémon. Ja. Und das Tiersystem da. Also ich finde, es ist doch ein bisschen wirklich zu kompliziert, die Karte. Ja, ich glaube, ich nehme die nächste Mal raus. Ich bin für die 10 nackten Friseusen auf jeden Fall. Bitte dran und vorschauen, nicht schlecht. Haaren, wie es ja hieß. Musst du auch wieder auf Confirm Selection, wenn du das ausgewählt hast. Wunderbar. Ja, guck mal, super geil. Da freut sich Grisi. Was, 94? Du bist 2 Jahre jünger? Hallo Domian, ich heiße... Alter. Und mein größtes Problem ist... Aber hey, Hendrik, ich bin 5 Jahre jünger. Was? Bist 97er Jahrgang? Ja. Warum klingst du dann älter als ich? Was soll es falsch bei dir? Was ist los? Okay, das ist mir eine Blank-Card wert, schon fast. Hey, jetzt schon die Blank-Cards rausholen, ne? Ja, ich hab sonst nichts, was reinpasst. Ich hab leider sonst nichts, was reinpasst, deswegen brauche ich jetzt irgendwas für den Namen. Was sind denn diese Blank-Cards, also die mit dem Strich, vermute ich mal, sind das? Ja. Ja, da kannst du Confirm Selection klicken und selbst was eingeben. Ja, was schreibe ich da jetzt rein? Das ist ein Joker. Das ist gut zu wissen. Ja. Ach, der geht immer. Eine Zweiers kannst du schreiben, hallo, ich heiße Hitler und mein größtes Problem der, ist auch. Der zweite Michael Hitler heute. Oh verdammt, ich habe nicht gesehen, dass Crouch Katzer ist. Sonst, den hätte ich drauf gehalten, dass ich das war. Jetzt fragst du dich wieder, du hast da jetzt nicht eine Blank-Card genutzt, um da so ein Pokémon-Ding einzutragen, oder? Nee, es ist kein Pokémon. Michael Hitler wäre so safe gewesen. Gehst ja auch bitte Batman, alles durch. Okay. Hallo, ich heiße Gilf Grandmaster. Mein größtes Problem ist Ficken. Und mein größtes Problem ist. Ich heiße der Pedo-Bär. Und mein größtes Problem ist. Dass ich. Pedo-Beutel ist verschollener Bruder. Und mein größtes Problem ist Erektionsproblem. Alles klar. Nein, tut mir leid, das muss gewinnen. Ach ja, witziger Fun-Fact. Mein Vater hat ein Programm auf dem Desktop, das heißt Pedometer. Geil. Ich bin jung und brauche das. Ach, warum hat keiner eine Geldkarte? Ah, ich sehe gerade, die eine Karte ist doppelt in meinem Deck, die muss ich dann immer rausschieben. Macht ja nichts. Was passt. Ich habe absolut nichts verpasst. Ich bin jung und brauche Kilo. Das Schillock, das Heroin vom Dealer meines Vertrauens, das Essen, was bei McDonald's weggeworfen wird. Heldentum zum Pull und Frodo Beutel ins Genitalien. Okay. Bin jung. Okay. Essen, was bei McDonald's weggeworfen wird. Ganz ehrlich, die... Oh yes. Kann man, das nennt man auch, also, das Heldentum zum Pull stand auf Platz 2 jetzt, aber... Gehst du, was heißt, gehst du McDonald's? Ich hätte gerne eine Abfalltasche. Ich bin jung und brauche das Heldentum zum Pull. Ein Kino ist da, verdammt, warum ist jetzt nicht Exe dran? Perfekt. Warum?
Hast du die? Ich finde die beste Karte, die man darauf spielen kann, wäre die Morgenlattenkarte. Die hatten wir doch das letzte Mal drin. Ja, die würde man. Ich habe übrigens auch neue OP-Karten drin von Moment, der Familie. Ich kann dir ja hier mal zeigen, ja, weil deine Mutter in super genäht Version ist wahrscheinlich schmächtiger als alle anderen. Oh Gott, das sind ja wieder mal richtig tolle hier dabei. Ja. Dieser Wachner, ja, deutsche Nationalistischen Arbeiterpartei, ist klasse. Ja! Das ist doch nichts passiert. Ich hab eine Burn-Runde gemacht. Das voll. Obwohl das die nicht passt, weil da steht ja schon, dass das ja, Wachner. Ja, es muss ja nicht unbedingt hundertprozentig passen und es hat keine wirklich reingepasst von denen, die was. Nein, wir sind ehrlich, manchmal muss man einfach Karten verballern, wenn es nicht anders geht. So kriegst du ja uns auch keine neuen, ja, wenn du nichts vor, ne? Also immer einfach mal wegschmeißen auch. Ich bin da echt am überlegen, was ich da jetzt reinschmeißen soll. Ich hab was Schlimmes. Irgendwas Schlimmes. Ah, nehmen wir das hier. Oh, die Gyrion-Karte ist drin. Wir haben unangenehme Erfahrungen im Beichtstuhl, ja. Pegida, Ostdeutsche, Glory Holes in Kindergärten und Gyrions charmante Warnungen. Übrigens, Exe, ich hab das alles mit auf dem Bild, also vorlesen musst du es nicht jedes Mal. Ja, okay, aber dann so alles nicht schlecht durch die Bank. Ich mal sagen, einfach die Vorstellung, dass da so ein kleiner Laternenkinderzug ist von rechts auf der anderen Straßenseite kommt plötzlich so eine Pegida-Demonstration an und rennt die ganze Zeit auf. Ist das die logische Wahl? Vielen Dank. Die Pegida hat den St. Martinszug ruiniert. Meine Mama hat mich davor gewarnt, dass hart werden würde. Sie hatte recht. Oh. Wo ist die Morgenlatte? Also ich mag meinen auch. Was gut passen würde, ist, wenn jemand die Überraschungs-Arschficken-Karte hat. Die ist aber, glaube ich, schon raus, ja. Die kommen ja wieder, glaube ich. Also ich glaube, die können wiederkommen. Ja, die kommen in einem gewissen Rhythmus wieder. Bei so vielen Leuten auf jeden Fall, also die werden dann irgendwann wieder durchgemischt. Und Leute, denkt dran, solange ihr Überraschung schreit, ist es keine Vergewaltigung. Überraschung? Oh, Opa hat ihn reingesteckt. Oh Gott, der Gelbe. Wahrscheinlich ein Insider, den ich nicht verstehe, aber. Nee, den habe ich mir auch ausgedacht. Ich dachte an so Gandalf, der so in jedes Gesicht dauernd einpisst und dann nennen wir ihn nur Gandalf den Gelben. Papst Franziskus hat kürzlich, trotz großem Widerstand, heilig gesprochen. Ja, das muss ich. Ich habe das Lachen gehört, irgendwer liefert gleich richtig krass ab. Ja, das ich war weiß der Chris. Das war der Chris, der gelacht hat. Jetzt kommt gleich mal. Jetzt kommen bestimmt unangenehme Erfahrungen im Beichtstuhl. Die habe ich vorher schon ausgespielt. Adolf Hitler, Kommunisten. Das hätte sogar wirklich passieren können. Ist doch geil, Sankt Adolf. Sankt Adolf. Neger, was? Also, komm, nimm die Albino-Neger, Junge. Warte mal, trotz großem Widerstand. Also da ging meine zweite Bank-Karte drauf. Ja, so Albino-Neger ist einfach wie so ein Sturmtruppler, den man nicht in eine Rüstung stecken muss, weil der genau so kann. Oh Gott, Le Belle von der internationalen Polizei ist hier, um zu retten. Wen wird er? Wer ist denn Karzer? Hau ich nicht über den Weg. Ich bin Karzer. Ich schmeiß was raus, dann geht ja nicht anders. Ja. Hast du keine makabren Sachen oder was? Sag mal, Alter, was ist da los? Eigentlich geriebener Käse zu retten, Hobbit-Sodomie, ja, ich hab schon zwei Blankcards raushauen, aber die anzünden. Das stell ich mir geil vor. Selbst mit Attentäter retten, das hat was, ja? Ja. Ich bin über die selben Attentäter. Tu's nicht! Warum nicht? Ah, oh, da hätte er auch reingefallen. Berufswunsch, Selbstmordattentäter, das wär's gewesen. Ja, das. Oh Mann. Das wär jetzt natürlich.
Aber jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da rein. Ich hab dafür auch nichts Gutes auf der Hand. Oh, das passt. Adolf Hitler. Ich hab keine passende Antwort noch auf meine eigenen Karten. Das kotzt mich gerade voll an. Ich denke mal, die Artikel jeder Karte kann man ja nach Belieben umgestalten. Ja, ja, die Artikel sind. Okay. Kackbratzenschläger ist keine meiner Karten. Der ist meine Blank. Du machst aus einer Blank-Card Kackbratzenschläger. Ja, ich weiß, das kommt gerade so in den Sinn. Aber ganz warum ehrlich, das hier gewinnt hier. Oh Mann. Das ist ein toller Berufswunsch. Welcher Wichser hat mich schon wieder am Wochenende beobachtet? Das ist sehr effektiv. Scheiße, warum habe ich nicht Platscher genommen? Ich habe leider auch keine Pokémon-Attacken auf der Hand. Und boah, das wäre der absolute Breaker gewesen. Ich habe gerade 5 Karten, 5 Attacken und 3 Pokémon im Deck. Oh, ich habe die falsche Karte genommen. Verdammt, einen akuten Darmverschluss nehmen sollen. Oh mein Gott, das ist schwer. Ich platze vor Lachen. Nein, das war mein Darm. Also der Eisstrahl würde thematisch passen und der Rest ist, naja. Der Rest ist ziemlich schlimm. Alter, Mortal Kombat Fatalities, Junge, die sind effektiv. Ja, Horcrux sind aber anscheinend auch sehr effektiv. Jetzt neu am Kiosk, Asks in. Hat jemand die deine Mutterkarte, dann gibt's nichts mehr. Nein, leider nicht. Ich habe eine Blank Card. Das zählt nicht. Das lasse ich nicht gelten. Ja gut. Muss man bei der Blank Card Confirm Selection in Damas eingeben oder wie? Ja, sowieso. Asterix im Arsch wäre auch eine gute Karte. Asterix im Arsch. Okay. die wär absoluter Instant Win. Ja, ich nehme einfach den. Dem Arsch deiner Mutter. Oh. Nee, das lasse ich nicht gelten, ja? Ich hab darauf hingewiesen. Also wenn ihr eure Blank Card schon verstecken wollt, dann macht wenigstens Punkte dahinter, sonst erkennt man sie. Im Grunde genommen, wenn man die eine Blank Card mal ausstellt, sind die alle scheiße. Ja, ich hatte nichts Passendes. Also wenn wir davon ausgehen, ich meine, Asterix hat schon eine Menge Römer verprügelt, deshalb gehe ich davon aus, ein paar sind auch gestorben, deshalb nehme ich die. Yes! Da geht er in Führung. Echt? Ja. Was auch gut gewesen, weißt du, als Blankard, wenn du geschrieben hättest, Asterix in Obelix. Das fuck, jetzt krieg ich die deine Mutterkarte. Aber Moment. Würde ich mir deine Mutter wünschen, Junge. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Chrissy den kapiert, aber gut. Das ist zwar irgendwo noch ein Insider, aber gut. Ich hoffe einfach mal, dass Chrissy den jetzt kapiert. Was jetzt auch wieder gut wäre, wäre die Fotos von Bloody Roots in SS-Uniformkarte. Ich habe da. Das ist ein Gilden-Insider, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass er den kapiert. Eigentlich hätte jetzt Bulmas Panties kommen müssen. Die sind aber alle gut. Eine Mütze mit 2 Löchern für die Ohren. 10 Hübe mit der Reitgeld auf die Kranke Eichel. Also, das ist jetzt echt. Und Shenlong soll er klar verlinken. Ich wünsche dir das von Shenlong und der sagt, hier, ja, pack mal aus. Ja, ich habe gehofft, dass sie gewinnt. Wer mich an kalten Wintertagen wärmt, ganz einfach. Ja, wer denn nur? Ey, was nicht wer. Ja, was denn nur? Wenn er nicht wer steht, wäre ich blöd, eine Person zu benutzen. Ja, Personenkarten sind sowieso so selten. Das ist eigentlich. Mir fallen so selten. Ich kenne eine Menge Nazis und du kannst ja nicht jede Nazi. Du kannst ja nicht immer nur Nazi-Karten machen. Oh. Oh Gott. Also geheime Soße ist schon selbsterklärend. Mama Shambu sagt mir gerade überhaupt nichts. Das ist Larry, der Cousin von Homer Simpson, der nach einer langen Selbstfindungsphase jetzt unter dem Namen Mama Shambu lebt. Alles klar, muss ich die übelriechenden Stuhlproben nehmen. Ja, Hauptsache Ex, ich weiß, warum du das mit den 3 Startern reingenommen hast. Du bist also auch der Meinung, dass er diesen Fetisch hat. Da die Karte mit dem Probensex hat jetzt gepasst, weil das würde ich ihm zutrauen. Ich hätte ihn sogar.
Nein, ich hab die perfekte Karte dafür auf der Hand. Ich hab Drohnen auf der Hand. Und du benutzt sie nicht! Du benutzt die 2-Drohnen-Karte bei der Vorlage nicht! Ich hab die gerade erst gezogen. Oh, die sind alle nicht schlecht. Klo, Stadion mit Pizzageschmack, sehr nice. Oh, yes! Vergewaltigung, Junge. Ganz ehrlich, dabei nimmt 2-Drohnen-Karte nicht zu spielen, das. Oh. Ich hab die gerade erst gezogen und die Karte hat auch gepasst. Ja, spiel sie jetzt und du kriegst wahrscheinlich sogar noch einen Punkt, wenn nichts allzu Gutes kommt. Okay, die ganze verdammte Gilde ist gut. Asylanten als Haustiere gegen Demonstranten. Platscher, okay. Ja gut, da ist die 2-Drohnen-Karte. Und Heiner Lauterbach. Nein, lauter Heiner. Die ganze verdammte Gilde. Okay, einfach nur, weil ich es gesagt habe, wer gewinnt. Zwartronin klingt für mich wie ein Betäubungszäpfchen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist mein verdammtes Lieblings-Pokémon. Was, dein Lieblings-Pokémon ist ein Zäpfchen? Nein, es ist ein Zwartronin. Das ist ein Otter. Das ist eine von den neuen Karten. Okay. Was machen wir da? Ich habe keine guten Karten mehr. Oh. Die ist böse. Die ist böse. Oh. Holocaust. Annas Internet ist auch schon wieder da. Oh nein, du hast 10. Was? Gemein. Das weiß ich nicht, was ich wählen soll. Die sind alle gut. Die CSU-Veranstaltung hält erstmal so eine Rede über Asylanten und alles und Großmutter macht den Deckel auf und ruft, genau. Die sind alle so gut. Der ist zu stark. Zu stark, zu mächtig. Das war. Horst Seehofer hat es beinahe geschafft. Ja.